So, liebe Freunde, willkommen in meiner Werkstatt. Ich habe hier ein zersägtes Sägeblatt. Ich hatte nämlich einen ersten Versuch gehabt, der ging leider in die Hose. Ich habe zu viel geschliffen, gefeilt, sodass die Form von der Klinge leider nicht mehr die war, die ich eigentlich haben wollte. Und hier habe ich ein Stück Holz, in dem Fall Birne. Das Holz soll dann auf jeden Fall als Griff dienen. Ja, eine Schablone habe ich auch schon gesägt, also eine Schablone habe ich auch schon gefertigt und ich würde sagen, legen wir los. So, unsere Schablone, die legen wir jetzt hier mal auf, fixieren das Ganze jetzt mal mit Magneten, damit das jetzt nicht wegrutscht. Nehmen wir uns mal ein Edding, dann können wir nämlich drumherum das Ganze anzeichnen. So, die Konturen, die haben wir jetzt uns angezeichnet und jetzt können wir eigentlich auch schon flexen. Schön festziehen, damit uns da nichts wegfliegt. So, inzwischen habe ich jetzt die Schrubbscheibe drauf gemacht. Da bitte nochmal darauf achten, dass der Stecker rausgezogen ist, falls hier eine Scheibe wechselt. Ja, und als nächstes werde ich jetzt hier mal die Form, ihr seht, da sind noch einige unschöne Stellen, die werden jetzt erstmal runtergeschliffen. Das mache ich mit der Schrubbscheibe und dann ja, hoffe ich, dass wir dann eine ordentliche Form hinbekommen. So, zunächst werden wir die Bohrungen machen in die Klinge. So, die Klinge haben wir am Schraubstock befestigt. Wir haben unser Bunsenbrenner zum Erhitzen. Zum Abkühlen habe ich hier in den Behälter Rapsöl reingetan.
Was ich hier packen kann, zack, kann ich es direkt in das Öl reinlegen. Also ich glaube, dass man mit der Flamme die Klinge nicht zum Glühen bringen kann. Naja, es hat natürlich die Farbe geändert, aber das ist ja jetzt nicht unser Ziel, die Farbe zu verändern. Sondern wir wollten ja eigentlich, dass es schön glühend heiß wird. Ob wir hiermit weiterarbeiten können, werden wir sehen.
Nachdem das Messer jetzt komplett fertig geschliffen und poliert ist, werden wir jetzt die Klinge einmal schärfen. Scheiße aus. Ich muss zugeben, das ist jetzt nicht das schönste Messer, auch nicht die beste Anleitung, wie man sich ein Messer baut. Dennoch gefällt es mir. Ich habe einiges dazugelernt. Ein paar Schritte, die ich vorher nie gemacht habe. Ja, Metallverarbeitung ist jetzt auch nicht gerade mein Spezialgebiet, muss ich zugeben. Und hierbei habe ich wirklich einiges dazugelernt. Ihr seht auch die Klinge, die glänzt zwar, sind aber trotzdem Schleifspuren dran. Und auch das Holz zum Beispiel, dass dadurch, dass ich jetzt Metall und Holz zusammengeschliffen habe, war das Schleifpapier verdreckt und somit ist der ganze Dreck in das Holz eingedrungen. Es gefällt mir trotzdem irgendwie. Es liegt wirklich schön in der Hand und auch dieser dunkle Schmutz auf dem Holz, das macht das Ganze so ein bisschen interessant. Sieht so ein bisschen gebraucht aus. Naja, es ist auf jeden Fall ein Versuch gewesen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne mal einen Daumen nach oben geben und kommentiert fleißig, abonniert meinen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Liebe Freunde, macht's gut, bis dann, tschüss.